heute habe ich gedacht, melde ich mich mal aus dem Garten. Habe mich jetzt extra mal in den Schatten gesetzt, damit ich überhaupt irgendwas erkennen kann. ja. Wir sind jetzt 600 Abonnenten. Ein Dankeschön an euch. Ja, ich hoffe, es bleibt so. Schauen wir mal. Ich würde gerne dann eine kleine Dankeschön-Verlosung machen. Dazu muss ich mir allerdings noch überlegen, was ich an euch Schönes verlosen könnte. Also wird es demnächst dann, gibt es dann eine Verlosung. Also haltet euch bereit. Ja, ich hab jetzt extra den Garten gewählt, weil es ist so schön, das Wetter. Es ist windig, jetzt geht's gerade. Deswegen habe ich auch mir schnell die Weste noch übergezogen, weil es doch ein bisschen frisch ist. Vor allem jetzt gerade hier im Schatten noch. Jetzt kommt der Zug. Da fährt er da hinten entlang. Ich meine, so fällt er mir schon gar nicht mehr auf, ne, das Geräusch. Ja, ich habe halt gedacht, ich zeige euch noch mal, was so alles. Also es wächst und gedeiht bei mir. Ich kann es euch nur sagen. Ja, und dann habe ich noch gedacht, ich zeige euch noch, wie weit mein Mann bisher unten in der Wohnung gekommen ist. Da hat er ja den Boden gefliest und die Wand, da hat er eine Wand angefangen. Und die Türen hat er heute eingesetzt. Das freut mich so richtig. Ja, das Einzige, was noch groß wird, ist dann Küche und Essbereich. Das ist ja eins. Ja, wenn das dann auch mal erledigt ist, geht's dann. Dina frisst gerade Gras. Ja, wenn das dann erledigt ist, geht's dann oben weiter. Allerdings nicht Schwiegervaterseite oben. Da ist ja eigentlich ist so gut wie fertig, also die Wohnung ist fertig. Bei uns in der Küche geht's nochmal hoch auf der anderen Seite. Und da bekomme ich ja dann einen begehbaren Kleiderschrank, also begehbare Kleiderzimmer, so gesagt. Also nicht nur ich, mein Mann hat da natürlich auch seine Klamotten drin. Dann ein Schlafzimmer, dann haben wir da nochmal ein Bad. Das wird dann eins mit Dusche. Eine separate Toilette haben wir dann oben. Die ist nicht im Bad integriert. Das ist wirklich nur so ein kleines Räumchen, gerade mit WC und Mini-Waschbecken. Unten Raum ist dann übrig. Da habe ich zu ihm gesagt, da hätte ich gern Schreibtische drin, wo wir dann unsere PCs dran haben. Also er ein Schreibtisch, ich ein Schreibtisch. Und wo man dann einfach so seine Akten und Kram, was man eben so hat, im Schrank verschwinden lassen kann und hat da Platz einfach so für Bürotätigkeiten, sag ich jetzt mal, die ja jeder hat. Ja, was ihr da so hört, ist bei den Nachbarn, da hatten wir ja die Amerikaner. Und die ziehen jetzt wieder aus, also dem seine Zeit ist jetzt um. Da war jetzt, glaube ich, 3 Jahre, meine ich, waren sie jetzt da. Ja, und jetzt geht's halt wieder ab nach Hause, nach Amerika. Ja, und dann kommt wieder mein alter Nachbar ins Haus. Also der Eigentümer zieht dann wieder selbst ein. Das wird dann auch eine schöne Zeit, da freue ich mich auch schon drauf. Ja. So. Ich würde sagen, wir legen los.
Ich hoffe, ich kriege das alles so wackelfrei hin. dazu drehe ich euch mal um. So. Stuhl stelle ich jetzt gerade mal auf die Seite. Da kann ich euch ja mal das Weidekätzchen zeigen. Das Hängekätzchen. Also das ist so ein toller Standort für das, für den Baum, Strauch, wie auch immer. Da fühlt sich das so pudelwohl. Also richtig toll. Ja, und hier ist ja mein Waldmeister. Und der ist auch schon so groß geworden und gewachsen. Wahnsinn. Da ist meine kleine Dina. Sagt die Dina hallo? Nee, heute nicht. Ja, hier könnt ihr sehen, dass der Maulwurf, den wir da gefunden hatten, hier war ja so viel Gras und da hat er ganz schön gewütet. Da ist das Eingangsloch. Ja. Und irgendwie ist er dann hier über diese drei, na, also die drei Blumentöpfe hier, Kästen, wie auch immer, da hinten dran war der dann gesessen und kam nicht mehr raus. Ich meine, Glück für mich. Ja, haben wir ja jetzt einfangen können und jetzt ist er auf einer schönen Wiese. Ja. So hätte er wahrscheinlich noch den ganzen Garten hier umgegraben. Guck mal, hier sind Äpfelchen. Ja. Süß. Sind noch ein paar mehr dran an dem. Ja, also hier. Könnt ihr mal sehen. Ich bin schon überlegen, ob ich morgen einen Kohlrabi mache. Da ist groß, ne? Also wenn ihr hier meine Hand seht. Ja. Ist der einzige, der jetzt so groß gewachsen ist. Die anderen sind noch etwas kleiner. Die sind noch ein bisschen Nachzügler. Das macht aber nichts. Da sind meine Buschbohnen. Ja, die Tomate hier, die, das war ja so eine Euro-Tomate, die ich da gerettet habe. Die war halt, ich habe da jetzt ein paar Tomaten, die für einen Euro waren, die sie sozusagen rausgeschmissen haben. Hier ist meine Zucchini und da kommt eine Frucht, seht ihr das? Das ist dann meine erste. Und auch die erste Runde. Ich hatte noch nie die runden Zucchinis. Da bin ich ja mal gespannt drauf. Der Lavendel. Ah, den Lauch, ich müsste den mal vereinzeln. Ne? Da habe ich übrigens Kamille ausgesetzt. Und sie wächst. Sie wächst, sie wächst, sie wächst. Da auch ausgesetzt. Ausgesamt. So, der Tomate hier geht's gut. Das ist die Berner Rose. Ja, die Gurke habe ich auch schon gepflückt. Hier ist auch schon wieder eine. Das sind ja diese Snack-Gurken. Und die Pflanze hier, das sind die normalen Gurken. Die Schlangengurke. Ich meine, das ist die Schlangengurke Tanja, oder? Oder hatte ich da doch eine andere geholt? Nee, da hatte ich eine andere geholt. Die hier. So, Buschbohnen. Die habe ich überall zwischendurch mal jetzt reingemacht. Jetzt, vor einer Weile. Oh, seht ihr, der Tomate geht es auch prächtig. Da geht es auch ganz gut hier. Jetzt auch schon Blüten.
Dann habe ich hier noch Bohnen ausgesät. Das war so eine schwarze Bohne. Die hat mir die Nachbarin noch gegeben. Sie kann das ja nicht mit nach Amerika nehmen. Hat sie mir noch ein paar Saaten dagelassen. Ich habe die da jetzt einfach reingesteckt vor ein paar Tagen. Das dauert ja eine Weile, bis da was rauskommt. Aber ich bin noch im Zeitplan. Also im Juni geht es noch. Dann habe ich hier auch von ihr bekommen. Zuckererbsen habe ich da jetzt eingesät. Mal gespannt. Also da wächst schon was raus. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennen kann. Hier. Na, gucken wir mal. Das waren auch Buschbohnen, ja. Da haben sich die Schnecken dran gefreut. Da ist noch ein Drumädchen. Ja. Sie hat dann noch gesagt, sie hat hier ja auch die Zuckererbsen. Hat sie gesagt, ich soll mir die dann pflücken. Wenn es der Nachbar selbst nicht möchte, ne. Ja, jetzt bin ich hier ständig am Gucken, weil ich gar nicht weiß, wann man die pflückt. Aber ich glaube, die ist noch nicht so weit. Ich habe gelesen, die sollen durchsichtig sein. Nur ein bisschen warten. Bin gespannt. Oder ist einer umgefallen? Die hat sich nicht gehoben. Ja. So. Dann ich glaube, so habe ich es euch auch noch nie gezeigt, so im Weitwinkel. Denken ja viele immer, wir hätten nicht so einen großen Garten. Aber das sieht wahrscheinlich auch nur so aus. Der ist groß. So, meine Zwiebeln. Schaut mal. Die wachsen. Ja. Von meinen Möhrchen habe ich noch nichts entdeckt. Gucken wir mal, ob die überhaupt was werden. Und das ist ja die Zuckermelone. Ja. Blüten hat sie jetzt, bin ich mal gespannt, ob da auch demnächst mal ein kleines Melönchen zu sehen ist. Meine Träubchen wachsen. Sehr schön. So, dann waren wir am Wochenende, haben wir kostenlose Steine geholt. Da liegt ein Teil. Waren noch ein paar mehr. Da kann mein Mann wieder was basteln mit, ne? Na, mein Kräuterbeet. Da habe ich ein paar Pflanzen im Topf stehen. Dann habe ich hier gestern, das sieht aus, als würde das aus dem Topf fallen, fand ich irgendwie lustig. Das sind Zitronen-Thymian, 3 Stück. Die habe ich für 1 Euro jeweils auch beim Thom, haben wir die mitgenommen gehabt. Ja, und dann ist mir eingefallen, dass wir noch diesen Topf da haben, also das will ich machen. Sind jetzt zwar keine Blümchen, aber der Zitronenthymian bekommt ja auch kleine weiße Blümchen. Das sieht dann auch süß aus. Übrigens süß aussehen. Ja, sieht auch da, gell? Ja. Dann haben wir hier meine Kräuterblume. Ja, es wächst zögerlich.
Ich habe gedacht, es gibt da mehr Gas. Ja, dann sieht es hier so aus momentan. Da hängt schon ein Tomätchen da vorne. Und hier unten, an der hängen auch ein paar Tomaten. Ja. Da oben, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, da fliegen immer die Schwalben raus und rein. Ne? Da haben wir jetzt zwei Schwalbennester hängen. Jedes Jahr kommen die Schwalben. Oh, da ist wieder einiges an roten Erdbeeren. Ich weiß nicht, ob es ist. Hier unten, seht ihr das? Ja, da ist wieder einiges an Erdbeerchen, ne? Johannisbeeren habe ich auch gepflückt. Die wachsen dieses Jahr zögerlich, blöde, muss ich mal sagen. Man kann die nicht so traubenweise abmachen. Immer nur so einzeln. So, jetzt habe ich hier, was seht ihr, zwei Stück und eine, die noch nicht reif ist. Aber lecker. Brombeeren geht so richtig ab. Also da glaube ich, dieses Jahr gibt es Brombeer-Gelee. So. Dann hier. Blumenecke. Ja, also das ist halt die Ecke. Hier ist, seht ihr, da steht auch noch ein Teil von den Steinen. So, unser Katzenhäuschen. Das sind ja die zwei Kätzchen leider kurz nacheinander überfahren worden. Ja, und dann habe ich ja gesagt, ich hole mir keine mehr. Weil das ertrage ich nicht, dass die da ständig überfahren werden. Ja, jetzt steht das Katzenhäuschen leer da. Keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Mein Mann so liebevoll gebaut. Ja, na, hier seht ihr überall Holz. Da sind auch noch ein paar Bäumchen im Topf. Wir haben ja die erste Holzlieferung schon bekommen. Haben wir dann alles vorne vom Hof hierher geschleppt. Also nicht alles jetzt, was Teil war hier schon. Das war hier alles schon von letztem Jahr. Ja, und hier macht mein Mann immer sein Holz. Da hat aber auch so ein Holzspalter, das hat er auch. Ja, dann kommt hier so ein Schmuddelweg. Da hinten dran, da war dann die Holzlieferung und dann haben wir das immer diesen Weg hier entlang geschleppt. Ja, dann haben wir hier unsere Bäumchen, die nicht mehr so gesund aussehen. Die Tannenbäume. Dann sind hier unter unsere Apfelbäume. Ich glaube, ich habe es euch auch nur einmal bisher gezeigt, dass hier die Apfelbäume sind. Das ist der hier. Und dieser. Und da haben wir noch einen
ein Walnussbäumchen. Da gibt es dann immer Walnüsse. Da war mal ein Jahr dabei. Da hab ich die aus der Außenschale pulen müssen. Ach, hat die schwarze Finger und das so lange. Ich weiß nicht, wie viele Tage ich schwarze Finger hatte. Ah je. Mein Mann hat es erst letztens gemacht hier und jetzt ist schon wieder das Gras so hoch. Hoffentlich hast du da nicht wieder Zecken an dir, ne? Ja. Müssen wir dich wieder absuchen, ne? Katastrophe. Diesen Zecken. So. Dina geht unsere Kätzchen besuchen. Lucky, Pepper und von Kitty war das Schild, glaube ich, kaputt. Das hat mein Mann mal aufgehoben gehabt. Aber sie liegt da auch bei Pepper. So schlimm. Naja. Ja, hier sind auch überall Bäume. Trauerweide. Bei dem Baum bei der Trauerweide, wenn es dann so stürmt. Mein Gott, da habe ich immer Angst, das Ding kippt irgendwann um. Da haben wir immer so Baumabfälle hingelegt, Äste und so. Und das ist ein super Versteck, zum Beispiel auch für Igel. Mein Mann hatte einmal das Glück, einen Igel zu sehen bei uns. Also wir haben schon Igel, aber die verstecken sich natürlich toll, ne? Ja. So, jetzt wandere ich mal zurück. So, da sind wir jetzt gerade reingekommen, ne? Vom Garten. Hier in den Wintergarten rein. Hm, haben wir hier einen Wintergarten, aber der ist noch nicht gemacht. Also das ist jetzt nichts, was Priorität hätte. So. Wie ihr seht, steht hier alles voll. Hier kommt dann mal meine Küche hin. Hier ist der Aufgang, den ich vorhin meinte. Da geht es dann hoch zu uns ins Schlafzimmer später mal. Momentan schlafen wir ja noch oben, aber jetzt, ich glaube in 2 Wochen ist es soweit, kommt Schwiegervater und bis dorthin habe ich wieder alles rausgeräumt von uns. Und wir schlafen dann wieder unten im Wohnzimmer. Na, da ist die Tür, da geht's rein. Da hinten, das Eck da hinten, das soll einmal abgegrenzt werden und das wird dann einmal Garderobe, Schuhschrank und so, ne, kommen dann dahin. Das hier wird dann auch irgendwie noch abgeteilt, so wie ein Windfang. Ja, und da, wo halt alles jetzt voll steht, da soll dann einmal der Esstisch hinkommen. Ja. So ist der Plan. Da geht es auch runter zu uns in den Keller. Ich sage immer, es ist der Gruselkeller. Na, ihr wisst schon, so spinnenmäßig. Das hier wird dann mal mein Vorratsraum. Da kommen dann Regale rein und dann kann ich da so die Lebensmittel, die ich so auf Vorrat dann habe, da alle einräumen. Ich werde dann auch
Wahrscheinlich das Fenster abdunkeln, dass da nicht so hell reinkommt, ne? Ja. Dann wissen wir noch nicht, was wir dann in diese Ecke hier stellen. Das sieht man dann alles mal. So. Hier ist der frische Boden, den mein Mann gemacht hat. Sieht der nicht toll aus? Also ich finde ihn richtig schön. Das sind Fliesen in Holzoptik. Ja. Und hier steht ja eigentlich unser Kaminofen. Das ist das Kaminrohr. Ja, da sind auch Fliesen. Fließt so eine Wand. Diese Steine haben wir uns schon lange ausgesucht gehabt. Also schon, ich glaube, es ist schon 2 Jahre her, könnte sogar schon 3 Jahre her sein. Ja, da haben wir uns die Steine da schon ausgesucht, dass das mal an die Wand kommt, hinterm Kamin. Ja, und ich habe mir das dann vorgestellt, dass halt hier der Kamin steht und da eventuell halt so ein paar Holzscheite, dass man da ein bisschen was hinstellt. Das Kaminbesteck kommt ja dann da auch hin. Dann hat ja mein Mann hier diesen Rahmen gemacht, auch aus Holz, beziehungsweise unter diesem Holzbalken, der ist ausgehöhlt und da befindet sich ein Träger drunter. Ja, das hat er so gemacht. Und ja, da Chaoszimmer, ne? Also da ist dann auch das Bett. Da seht ihr ein Stück vom Bett. Also das gibt eigentlich das Wohnzimmer. Und hier ist halt die Angrenzung auch Wohnzimmer. Was wir allerdings hier hinstellen, weiß ich noch nicht. Mir schwebt eventuell so ein schöner Sessel vor, auf dem man sich schön reinsetzen kann, vielleicht Beine hochlegen und keine Ahnung. Mal gucken. Mal gucken, wir haben ja Zeit. Es ist ja noch nicht fertig. Da ist das Bad dahinter. Hat mein Mann jetzt die Türen hier eingesetzt. Ja, sehen so aus. Die haben so Muster hier drin, so Striche. So, ja, und hier auch. Das ist ja, soll ja mal das Gästezimmer dann werden. Ja, jetzt momentan, klar, da steht ja auch viel Krimskrams drin, ne? Ja. Da seht ihr die Tür noch mal besser. Ne? Ja, und da geht's dann, hier ist ja unsere Abschlusstür dann. Die Wohnungstür. Und da oben, da geht es dann immer zum Schwiegervater hoch. Also der hat dann hier, da kommt auch noch eine andere Tür rein. Da dann hier seinen separaten Eingang. Ja, also hat mit unserer Wohnung dann, also er muss hier nicht durchlaufen oder so, ne? Da dann seine eigene Haustür. Ja, das war's. Das war jetzt die Roomtour, die Gartentour, die Roomtour vom noch nicht fertigen Häuschen. Ja, ihr könnt mir mal schreiben, wie ihr die Wand findet mit diesen Fliesen. Also ich mag's. Ja, jetzt bin ich hier in dem Bild so rot wie eine Tomate. So, ha, so geht's, gut. Dann sage ich nochmal Hallo an alle Neuen,
Hallo an meine bisherigen Leute. Ihr seid alle klasse. Das wollte ich euch eigentlich schon lange mal wieder sagen. Ihr seid einfach toll. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Genießt den Tag, bleibt gesund und bis bald.